Zuallererst geht es in einem Kampf gegen Brainiac in der Story von Injustice 2 und danach in ein schönes Duell zwischen mir und Max. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Live-Sendung von Grotto TV. Ich bin der Govi und neben mir sitzen die werten Herren. Max und Und Tarek. heute spielen wir das neu erschienene Injustice 2, das so eine 1 oder 2 Wochen draußen ist, ich habe keine Ahnung. Und es ist das neue Beat'em'up von den Machern von Mortal Kombat und dem ersten Injustice. Und es ist auf jeden Fall wieder ein sehr schöner Augenschmaus und auf jeden Fall bietet sehr viel Spaß, auf jeden Fall, wie man vielleicht schon sehen Ja. kann, da Und sehr hinten. viel Button-Mashing. Button-Smashing, nicht Mashing. Smashing? Ja, und aber es gibt auch viele Kombos, also nicht nur Bietet Button-Smashing. total viel Spaß. Ja, Max, sorry, ich kann nichts dafür, dass du es nicht kannst. Ganz ehrlich. Übung macht den Meister. Ja, das Spiel spiele ich heute zum ersten Mal. Du hast den ersten Teil genug gegen mich gespielt. Ja, und ich habe trotzdem immer verloren. Du musst nicht mitspielen, Und weil der ich erste mitspiele. Teil unterscheidet sich schon ein bisschen zwischen, und zwischen dem und dem. Ja, So. Charaktere halt ein bisschen. Aber in der ersten Hälfte Zum spielen wir Glück noch ist die kein. Story. Zum Glück ist kein Deathstroke dabei. Ey, Deathstroke ist klasse, aber dafür haben wir jetzt Swamp Der Thing, nächste Ass-Charakter im ersten war Deathstroke, jetzt ist es Swamp Thing. Ich will mich nicht in Justice 2 Mobile verknüpfen. Ja, also erst machen wir die Story und dann nach halben Stunden circa machen wir dann mehr Spieler. Und Gobi gibt mir auf die Fresse. Ja, was sonst? Ja, Mittel. Oh, Und Entschuldigung, Spoiler. Haha. Nein, kannst du sagen. Tarek, willst du auch noch spielen heute? Oder sitzt du hier nur blöd rum? Ich weiß nicht mal die Ich habe Steuerung. sie dir gerade in Schnellverlauf erklärt. Ja, genau. Ich weiß Warte, nicht, welche psch, an. psch, psch. Kleines Intro. Also, ihr könnt schon reden, aber nicht so laut. Nee, Tarek kann ja gegen mich spielen. Das Aber klingt das wäre gut. Also, mühsam. ich werde wirklich nur Button mashen. Das ist traurig, weil. Smashen. Das mache ich auch nicht Du bist anders. auf dem Gymnasium, Mann. Du musst das machen. Warte mal, wo das gerade spielt, wer das gerade angreift. Keine Ahnung. Nein, wer angreift? Achso, keine Ahnung. Brainiac. Und rat mal, wer das ist. Brainstorm von Minecraft? Supergirl. Ja, die Viecher sind aber schon cool. Oh mein Gott, ich bin ein kleines Mädchen. Ich fand das cool. Der hat so ein geiles Raumschiff, finde ich. SMD Bar. Resistance is futile. We are the board. Resistance is futile. Der ist zu Bin fett. ich jetzt da nicht. Nee, der war zu fett, zu breit gebombt. Solche Story-Elemente sind immer so lame. Wow. Diese langen Intros. Ja. Eine Kuppel. Eine Tür. Das ist keine Tür. Doch. Nee. Doch. Da runter ist eine Tür. Da drüber. Ja, das meinte ich doch. Sieht überrascht aus. Ich habe vergessen, wie die Stadt heißt. Ich habe die letzte Woche oder so, als wir die. Krypton. Das ist der Planet. Das ist Krypton. Wie ist nochmal die Stadt, wo die liegt? Das Raumschiff, Der hat das eine ist so krasse lang. Maske. Das ist Ungerechtigkeit, weil die sind so fett oder so. Das ist Joker hat ihn Superman. vergiftet. Mit seiner Täuschte ihn, damit er Schmalzlocke. seine schwangere Frau Lois tötete und die Bombe auslöste, die Metropolis zerstörte. Als Superman den Joker umbrachte, verstand ich warum. Wir alle taten das. Aber nachdem er diese Linie überschritten hatte, gab es einfach kein Zurück mehr. Er gab sich selbst und der Justice League ein neues Hauptziel. Verbrechen zu verhindern, bevor sie geschehen. Koste es, was es wolle. Aber letztendlich führen ihn seine guten Absichten auf einen Pfad der Tyrannei. Und des Bösen. Und so wurde unser ein größter cooler Held. Saal mit dem Stein da hinten oder unsere größte Bedrohung. Ja, das sieht Tja. ziemlich gut aus. Vor allem, Das weil es braucht zerbrochen ist. Oh Gott. Selbst wenn Superman nicht Das Verbrecher aus ist Atem einfach so ein cooles Die Raumschiff. sind die Schlimmsten. Nicht Raumschiff, wird sie halt, töten, keine Ahnung, nicht Raumschiff, sondern halt. Klingt nach Raumschiff. Gerechtigkeit. Wie nennt man Irgendwas sowas? keine Raumschiff, Gerechtigkeit. das ist Flugzeug. Das ist doch auch kein Flugzeug, Batwing. komm. Der
Ist der Batwing. Ja, das ist irgendwie was Eigenes, ne? Und wer ist Gotham gewesen? Hätte der Joker mich erwischt, deinen eigenen Sohn. Klar, dass du das sagst. Es reagiert nicht. Wir werden zur Betthöhle gebracht. Bereit zum Absprung. Der haut da nicht mit der Faust drauf, sondern drückt einfach drauf. Was ist ein Langweiler? Muss schon cool machen in so einer lebensbedrohlichen Situation, würde ich auch gut sein. Cyborg. Robin hat es voll erwischt. So viel zu daneben. Und schon wieder spielt man Batman in den Ich finde es immer so lang, weil es gibt so viel coolere Batman-Charaktere. Also, genau so fängt Injustice 1 an, nur dass du gegen Joker kämpfst statt Cyborg. An derselben Stelle. Und die Rüstung sind anders. Ja, gut. Und die Map ist zum Teil anders. Aber es ist an genau derselben Stelle, vor diesem komischen Theater-Dingsbums. Yep. Gotham City Theater, glaube ich, hieß aber es. Aber das ist kein Freibrief. Und die Justice League ist kein Todeskommando. Und das ist letztlich ein Tutorial. Now showing the Final Tutorial. Wish 2 in Deluxe Color Hidden Kreis. Der gibt mir jetzt schon mal. Krass. Ey, Alter, du testest dich auch mal? Ist das kein Tutorial? Nein, das haben wir schon vorher gehabt. Das ey, der gibt mir gerade aus dem Maul, Alter. Dann smash ich jetzt Button. Smash ich jetzt Button. Check. Fick dich. Bam. Ha, Kryptonit-Faust ins Gesicht, auch wenn es nicht Superman ist. Das ist die Ulti, gell? Ja. Hui. Da kommt der Batwing. Bam. Das ist cool. Und da nicht so hoch fliegen kann, stürzt sie wieder ab. Pop, 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 nein, das ist und einfach bloß Stingspumpsverlust, wie heißt da? Ja, Luftloch, Unterdruck, keine Ahnung, ich hab grad den Namen vergessen, wie das heißt. Hang ins Gesicht. Dann könnte es sein, dass das irgendwie so diese Ultis immer so ein bisschen Strömungsabriss, genau, Strömungsabriss. Wenn man so senkrecht nach oben fliegt, hat man irgendwann Strömungsabriss, keinen Auftrieb mehr und stürzt geht halt doch einfach so, ab. So, hang. Ach, fick dich. Physik. Ach wie nee, genau? Cyborg hat seine Ulti. Nein. Wie genau lädt sich die Ulti eigentlich auf, wo wir gerade dabei sind? Wenn man aufs Maul bekommt und selber aufs Maul gibt. Aufs Maul selber geben ist nicht wirklich. Es, man kriegt, wenn man es aufs Maul kriegt, kriegt man sie eher als Belohnung. Damit man sich mal kontern kann oder so. Sollte mehr blocken, aber ich bin nicht so der Typ zum Blocken. Dann kannst du jetzt nochmal deine. Ich weiß, hatte ich auch vor. Oh, der hat sie geblockt. Ja, scheiß Cyborg. Und jetzt macht er seine und du bist tot. Ne, ich hab geblockt. Wow. Sehr schön. Aber der gibt mir selber aufs Maul, warum? Und du stirbst im ersten Kampf. Also Injustice 2 war eindeutig nicht so schwer. Ja, fuck. Eins meinst du Injustice 1. Ah ja, sorry. Ich applaudiere, obwohl ich selber keinen Deut besser machen könnte. Wusstet ihr, dass Injustice 2 5 Schwierigkeitsgrade hat und der 5. Ich will gar nicht wissen, wie ich der ist, wenn ich jetzt schon mit Batman verscheiße. Gut, Batman ist scheiße, also in dem Spiel. Das ist wie Dalo gerade in Tekken. Ja. Oder schlimmer. Dalukat würde wahrscheinlich, ah, der ist zu einfach. Pau, 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 tot. Jetzt läuft's besser. Ja, okay, da oben sehen wir auch, dass sich die Ulti vom Cyborg jetzt da aufs Maul kriegt, viel schneller auflädt. Ja, ich habe nicht mal einen Schaden bekommen, weil ich ganze Zeit die gleichen Attacken mache. Das ist immer so meine Standardattacke, springen und dabei X drücken. Das macht so viel Damage, es ist unglaublich. Den Müll einmal ins Gesicht. Dieses Gameplay. Ach fuck, fick dich doch. Polizeiauto ins Gesicht. Ins Gesicht. Aber ist bei Cyborg doch so ein braver Staatsbürger. Ja, klar. Was bedeutet dieser. Das ist ja, dass du die Schwierigkeit runtergestellt hast oder Cyborg so. Da nee, die Schwierigkeit ist immer noch die gleiche, aber. Ich wollte. Fühlt sich aber so an, als würdest du die Schwierigkeit halt einfach so an. Auf ich hab gerade auch meine Ulti aktiviert. Ja, gut. Bam! Die haben wir noch nicht gesehen. Also warum nicht? Puh. Aber die ist interessant, wo ist denn das? Ah, das ist die Absicht, gell? So was geht das brutal hin. Das ist ja fancy. Kurze Frage, dieser Würfel da unten bei dem Cyborg. Das war die Ulti. Nein, das ist nicht die Ulti, das doch, ist das, wenn der Symbol leuchtet, dann weißt du, Ulti ist voll. Ja, nein, der meint das direkt nebendran, das ist seine Special Ability. Ach so, die. Damit kann er so einen kleinen Cube beschwören und ihn auf Batman schleudern. Das okay. Habe ich mir mal ganz genutzt, um mal kurz Comeback zu machen. Ja, aber gegen Swamp Thing war es nicht so, ne? Geht's gut, danke der Nachfrage. Ja, Batman kann Batrings schleudern dabei. Ja. Ich will jemand anderen spielen, ich mag Batman. Nicht im Spiel. In echt ist er cool. Also, was heißt in echt?
Filme, Comics und so ein Shit, aber nicht in dem Spiel. Das ist ja langweilig eher. Das sei lang. Ganz smooth. Still. Der Typ hört auch nichts, ne? Ja, ich denke mir auch gerade so, wie kann der das bitte nicht mitkriegen? Also ein bisschen was hat er mitgekriegt. Aber Robin ist ein viel cooler Charakter zum Spiel, muss ich sagen, der hat ein Schwert. Jeder Charakter, der ein Schwert hat, ist cool. War das ein Boomerang? Batarang. Yo, Kloppin hat noch mehr kaputt. Dachte ich mir auch gerade so. Tötest zwar nicht, aber Gehirnschäden sind kein Problem. Sichere die Ladedocks. Alles klar. Wozu antworten? Lebenslang verkrüppelt sein. Ach nee, was wollen die jetzt hier? Spaß haben. Hier, um zu helfen. Ja, um dich und Clark vor einem fürchterlichen Fehler zu bewahren. Niemand von uns wollte das. Aber der Joker lässt uns keine Wahl. Metropolis hat die Welt verändert. Nun müssen wir uns auch ändern. Ich finde, ich sehe dir im Spiel so hässlich aus, ne? Eigentlich darf jetzt so Matschgesicht. Springen! Wonder Woman. So, scheiß Peitsche. Eine schöne Alliteration. Die Peitsche der Gerechtigkeit. Ja, ich hasse dieses Ding. Ist einfach zu schlicht. Ich krieg jetzt mal Schild in die Fresse hier. Aber Batman hat wirklich auch keine gescheite Waffe, die er einsatzen kann, oder? Nur seine Fäuste. Und seine Batarangs. Warte, ich muss mal ein paar Kombos gucken. Ne? Und seinen Greifhaken. Und sie müssen auch. Das ist zum Beispiel eine geile Kombo. Ah, okay. Ah, sie hat jetzt gerade dieses Special Ability schon mal eingesetzt. Ja. Ey, hallo? Ich block doch, was soll denn die Scheiße? Was bringt eigentlich deine Special Ability? Du kannst sie ja schon mal dreimal einsetzen. Das sind einfach drei Battle Ranks. Ja. Achso, das sind die. Ah, okay. Wie gingen die nochmal, die Special B Ability? B, Kreis. Zu spät. B oder Kreis, das ist Maul. Und zu sehr Xbox-Controller. Die sind zwar schön, aber irgendwann werden sie auch nerven. Ja, du spielst aber nur am PC, Max. Ja. Ah, was ist denn, Tarek? Die sind zwar schön, diese Abilities, aber die werden auch irgendwann nerven, oder? Weil die ja, die wiederholen sich halt relativ oft, aber... Die machen viel Schaden. Ja, und ja, aber halt nerven wir. Wenn du eins gegen... Oh, den von ihr kennen wir, glaube ich, auch noch nicht. Aber du hast ihn geblockt, oder? Ja, geblockt, aber der macht halt trotzdem Damage, wenn du... Ja, aber der hat dir nur deine Lebensleistung gekostet. So. Ja, und ich hab gewonnen. So oder so hat es deine Lebensleistung gekostet. So, das sieht man. Einspielen muss, ist alles. Wirklich alles. Und du hast gerade irgendwelche Belohnungen bekommen. Was genau war das? Ja, da bitte nutzt ihr eigenes Lasso. Das ist so chillig. Wo ist er? Ach nee, das Lasso der Wahrheit. Ich kann halt selber nichts dagegen tun. Unsichtbares Flugzeug. Von ihm abwenden. Er braucht dich. Deshalb bin ich hier. Alles klar. Das sieht mir recht fröhlich aus. Super. Farbenfroh. Bisschen orange, bisschen grau. Bisschen blau. Braun auch, wie man sieht. Also es ist ein sehr farbenfroher Gegend hier. Was werden die mit uns machen? Wohin gehen wir? Und die Stimmung ist auch exzellent. Who's that? Superman. Nein, ist böse. Sofort! Wenn ich übrigens irgendwann mal niesen muss, liegt es an meinem Heuschnupfen. Ich bitte dich zu entschuldigen. Hast du Heuschnupfen? Bist richtig am Arsch. Superman. Dramatic Auftritt. Bist richtig am Arsch mit deinem Heuschnupfen. Kannst du bitte noch öfter sagen? Vielen Dank. Max, der ist am Arsch wegen seinem Heuschnupfen. Hat einen fancy Umhang. Cross ein fucking Superman. Haha. Batman hat einen fancy Umhang. Was ist? Regie guckt uns komisch an und schüttelt den Kopf. Ich verstehe es nicht. Der Kampf für Wahrheit und Gerechtigkeit. Er nimmt kein Ende. Sie zu exekutieren wird ihn beenden. Erst der Joker. Jetzt das. Wo hört es auf? Wenn es kein Verbrechen mehr gibt. Wenn die Menschen ohne Angst leben können. Wir wollen doch dasselbe, Bruce. Ich wollte den Mörder meiner Eltern töten. Ich hätte es getan. Aber das wäre nicht ihr Wunsch gewesen. Und es ist auch nicht, was Lois für dich wollte. Schick mir das bloß nicht ab. Hehe. Oh, Superman ist ein bisschen, not amused. Eine rote Solargranate? Zur Schwächung deiner Kräfte. Du musst aufhören.
stell dich deiner Trauer, bevor es zu spät ist. Aber man sieht, also die Anzüge sind auch komplett anders, also was heißt komplett, bisschen anders halt als im ersten Teil. Sind halt da wegen aufgerüsteter. Du solltest mein Freund sein. Und deshalb muss ich dich aufhalten. Los geht's. Nächster Kampf. Irgendwie unnötig. Fick dich doch. Wenn die Gerechtigkeit ein bisschen außer Heim. Das war eine gute Kombo. Ich kann nur eine Kombo. Sehr gut. Die Gerechtigkeit ein bisschen aus dem Ruder läuft und ihm dann mal auf die Fresse geht oder so. Too much Gerechtigkeit. Ihr werdet sehen, wenn ich gegen Max spiele, ducken und dann X drücken, das ist so sein Lieblingsding, wenn ich das gegen ihn mache. Kombos gucken, gibt's noch so? Nix. Seht ihr richtig, man muss die Leiste irgendwie erst anschwächen von diesem Weißen weg, sodass man sie dann praktisch abziehen kann. Es gibt zwei Leisten, die Weiße und die Rote. Du musst erst die Weiße töten, dann bist du bei der roten Lebensleiste. Aber warum macht man dann nicht? Wenn du zum Beispiel, wenn der nur so viel von seinem Leben hat, Tarek, guck, vom Weißen, ne? Und dann die Ulti machst. Die zieht nicht in den zweiten Balken mit rein. Ah, deshalb macht man das. Ich hab mich schon gewundert. Okay. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Fick dich. Ach, nach hinten. Die Starken schützen die Schwachen. Du wirst vielleicht öfter mal deine Ability da einsetzen. Mit diesem Boomer. Darauf scheißt er doch immer. Ja, ich mag die nicht. Ist nicht so meins. Bäm, jetzt zieh ich X drücken, Beste. Tut mir leid, Clark. Bleib weg von mir. Wen haben wir denn da? Peter Sass, Psychopath. Wie viele Frauen hast du getötet? 121. Oh ja, der gute Victor Sass, der sich seine Opfer in. Für jedes Opfer eine Narbe in seinen Körper geritzt hat. Für mich unverbesserlich. Robin, lass ihn gehen! Du kämpfst lieber gegen deine Freunde als gegen das echte Problem. Ich warne dich, Sohn. Sohn? Du hast mich nicht aufgezogen. Das war die Liga. Tschüssi. Problem gelöst. Wer ist der Nächste? Verdammt, Damien! Es gibt Grenzen, die wir nicht überwinden. Dann bleib auf deiner Seite, Batman. Ich bin auf Supermans. Oh mein Gott, ich kämpfe gegen Robin. Ich bin Dick Grayson. Und habe eine dumme Namen. Ey, scheiß Schwert! Wenn man es gegen spielt. Dick. Verdummt's. So lustig, wenn man ungewollt Kombos macht, die dann absolut scheiße sind. Ich muss die jetzt schon aktivieren, sonst bekomme ich zu viel aufs Maul. Bei dem sein Schwert, das geht so. Macht so hart Damage einfach. Und der ist einfach übel schnell. Kurze Frage, focust du da eigentlich automatisch oder musst du da auch zielen? Da muss ich gar nichts machen, bei der Ulti muss nur R2. Eine Zwischensequenz. Du musst Robin besiegen, weil wenn er dich besiegt, ist es lächerlich, wenn der Meister gegen seinen Schüler verliert. Ist nicht immer so, dass der Schüler irgendwann besser ist? Ja genau, das würde ich auch gerade sagen. Nee. Nicht immer. Und so. Feng Shui. Wir gehen halt mehrfach schlafen. Jetzt hat sich die Kombo mal gelohnt. Mit diesem Mantel. In den Rücken. Gemacht. Yep. Das habe ich für belohnt? Ich weiß nicht mehr, was die bedeuten. Das ist voll strange. Das ist übelst komisch. Aber ich empfehle euch, was ihr gehört habt, die Story soll übelst gut sein. Und das Spielgefühl macht absolut Laune. Außer bei Max. Dem macht irgendwie nicht so viel Spaß, oder? Bitte? Dem macht nicht so viel Spaß, das Spiel? Wenn man gegeneinander spielt?
Schwierig. Ich muss sagen, es ist bis jetzt ein super cooles Spiel und falls ihr mal Bock habt auf ein gutes Beat'em Up, weil derzeit gibt es ja nur die Mortal Kombat Reihe, Injustice Reihe, Tekken, was gibt's noch? Street Fighter, aber Street Fighter das letzte war ja so, naja. Jetzt kommt doch das für die Switch raus. Achso, ja, keine Ahnung, ich weiß es selber nicht. Ich hab keine Switch und Nintendo interessiert mich nicht. Nee. Das ist Faden. Ach, das ist Bruce Wayne. Du meinst über den Macher der langweiligsten Konsolen zu reden? So negativ. Ja. Also finde ich nicht, dass die Konsolen langweilig sind. Ey, das ist doch, wie heißt denn der nochmal? Lucius Fox. Der gute Morgan Freeman in der Dark Knight-Reihe. Also wie gesagt, was ich sagen wollte, holt euch das Spiel, wenn ihr Beat'em Ups mögt, wenn ihr eine gute Story mögt, ein bisschen Button smashen oder Kombos, je nachdem, wie ihr gerade spielt. Es macht mega viel Laune. Ja, also ich muss zugeben, dass die Story bislang echt sehr, sehr gut aussieht. Doch. Brother Eye muss ein Geheimnis bleiben. Was unsere Feinde nicht kennen, können sie nicht bekämpfen. Tja, dann befolgen Sie wenigstens einen der Ratschläge, für die wir den PR-Leuten so viel Geld bezahlen. Welchen denn? Seien Sie weniger Batman, dafür mehr Milliardär und Playboy. Gehen Sie auch mal tagsüber hinaus. Und lächeln Sie. Die Leute fühlen sich weitaus sicherer, wenn sie lächeln sehen. Ja, gute Laune. Vorspielen. Niemand kann völlig allein sie. Nicht einmal sie. Wer ist das überhaupt? Das? Ich hab keine Ahnung. Hast du Batman Dark Knight Rise gesehen? Nein. Ach, Gotti. Ist das der neue, wie heißt der Butler? Denn wer ist es? Elfmeter, der von mir schwarz ist. Oh, der sieht nicht umsonst aus wie Lucius Fox aus der Dark Knight-Reihe. Ach, Black Canary und wie heißt denn der? Green Arrow. Gut, wie heißt sie nochmal im Arrow-Universum? Sarah. Nee, Sarah stirbt doch. Die Blonde? Spoiler-Alarm! Die Blonde? Spoiler-Alarm! Ja, ich guck weiter, junger Mann. Ach Gott, da stirbt ja eigentlich niemand, stimmt. Ja, das ist ja langweilig, ne? Nee, Laurel, genau. Laurel. Ja, Laurel Lance war es. Genau, Laurel Lance. Die übernimmt doch dann den Job, glaube ich. Welchen? Von Sarah oder so. Ja, aber ich mag Laurel Lance in der Serie, ne? Die ist voll. Also ich habe nur bis zur dritten Staffel geschaut. Ich mag die überhaupt nicht. Die ist irgendwie so voll auf Droge. Und ich mochte den Gesichtsausdruck von Sarah immer nie ganz so. Sarah mochte ich aber Laurel nicht. Nee, Sarah hat die ganze Zeit immer die Fresse aufgegangen, so geguckt. Ja, diesen hervorstehenden Kinn hier, den Knick drin und immer so die Lippen so halb offen. Immer voll dämlich. Sieht immer aus, als würde sie gleich einen hören und so. So ein wunderschöner Charakter, ich liebe ihn. Aber der Tapetenwechsel ist ganz nett. Dein Ruf hat uns überrascht, Bruce. Alles scheint doch gut zu laufen. Was ist los? Die Auflösung des Regimes schuf Lücken in der globalen Sicherheit. Wir versuchen alles, um sie zu schließen. Aber irgendwie sieht sie ein bisschen... Ich kenne sie nicht. Wie heißt sie überhaupt? Wer? Die da gerade aufgehört. Die mit dem Kaugummi. Das? Du kennst sie nicht? Nein. Bist du blöd? Das ist Harley Quinn. Ja, ich kenne sie nicht. Die Freundin vom Joker. So, ich kenne mich nicht so gut aus im DC-Universum. Und diese Nintendo-Fans, die nur das von Nintendo Ahnung haben. Das hat nichts damit zu tun. Max, ist doch so. Nintendo-Fans haben nur von Nintendo Ahnung. So eingefleischte. Du bist auch Nintendo-Fan, das weiß ich. Aber hauptsächlich Zelda. Es ist nur so, also ich habe grundlegende Ahnung, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie total versiert darin bin. Wer ist der Typ? Im Anzug. Der Typ, das ist Batman, oder nicht? Richtiger Name? Bruce. Ich weiß, ich bin der Wayne. Wayne. Aber vertraust du Harley wirklich? Seit der Joker tot ist, ist sie ein anderer. Sag mal dein Lehrer, es ist einfach eine Schulaufgabe darüber schreiben, was so im DC-Universum abgeht. Note 6 ist drin, ne? Die, vielleicht 5, wenn ich. Genau. Das Mädchen, das lacht namens Harley Quinn. Oh, das ist Swamp Thing.
Swamp-Thing vor allem. Swamp-Thing. Territorium. Swamp-Thing, der Sumpf, ja. Ich hab keine Lust, und das ist Deadshot. Den Kopf abreißt, weil deine Jungs hier schlafen. Keine Angst, und das ist Scarecrow. Und das ist Deadshot. Hab ich doch gesagt? Oder hab ich Deathstroke gesagt? Nein, du hast Dingsbums gesagt, ja. Scarecrow hast du gesagt. Scarecrow ist der Rechte gewesen im Schatten. Ja, den anderen hast du nicht gesagt. Doch, hatte ich. Das war Deadshot. Hol. Poison Ivy. Ich sehe nach, was da los ist. Red! Hab dich ja ewig nicht gesehen. Bist du hier, um diese Hirnis zu erledigen? Ist sie jetzt eigentlich böse oder gut? Sie ist gut. Kommst du denn die Freundin von Joker? Joker ist tot. Red? Du kämpfst für die? Durch Superman und sie ist halt auf der Seite, um Superman zu killen, das fertig zu machen. Achso, ja. So wie die anderen. Hat er den Betondschungel von Gotham und Metropolis. Schön viel Haut und wenig Kleidung. Das war bei Poison Ivy aber noch nie anders. Tja. Wie Super- dem allerbesten Batman-Film namens Batman und Robin. Okay. Nein, das war der miserabelste Batman-Film überhaupt. Das ist irgendwie so, in den, die meisten Superheldenfrauen sind irgendwie sehr leicht bekleidet. Superheldenfrauen? Ja. Naja. Superheldinnen. Wir hatten Spaß damals. Aber heute bin ich seriös geworden. Ja, ja. Man sieht es vor allem mit diesem ganzen Bahnlister. Hell, die ist halt mal ein wenig. Ein Wutausbruch. Also das habe ich auch verlesen. Da hängt ein Krokodil. Du gehst ab. Ja, das ist der Sumpf. Vom Swamping. Muss es jetzt extra beschissen aussehen, um das auf die Karte zu bringen. Kein Stress. Die ist ja übel stark, die Harley Quinn fällt mir sehr schön. Genau, shit, Shirt. Das war ja auch die erste und die einzige, mit der ich dich besiegt habe, glaube ich, ne? Ja, aber das war. Mit wem habe ich gespielt? Wie ist du hast auch Poison Ivy gespielt, deswegen hatten wir ja diese. Oh ja. Poison Ivy ist irgendwie, die wirkt so elegant und so, aber in Wirklichkeit spielt die sich schon ein wenig lahm. Also deswegen habe ich, glaube ich, auch Cut gemacht. Das war die erste und einzige Runde, die ich nicht besiegt habe. In Injustice 2. Die Hunde, die ich dann zerbissen habe. Was hat die denn für eine komplette deutsche Lust? Du hättest doch eh gewonnen. Ja, trotzdem, hört keinen Bock. Ich muss ja seriös wirken hier und gewinnen. Ja, aber du willst doch sicher auch dazu. Seriosität von mir kommt immer. Natürlich, ins Gas direkt rein. Eine sehr gute Angst. Bitte, ich hab das Zeug zum Spaß geschnüffelt. Dann wird dir mein neues Rezept gefallen. Hey. Der ist. Ja, das war wahrscheinlich nicht. Sehr klar. So ein wunderschöner Charakter, ich mag den voll. Das ist einer der coolsten Charaktere, die es überhaupt gibt im DC-Universum. Ja, der sieht ziemlich gut aus. Ja, geile Ulti. Da musst du dich jetzt aber auch so geil treffen lassen. Hati! Bam. Das war nicht. Was ist jetzt die Ability von Harley Quinn? Der Hund. Ah. Egal, Hund, Entschuldigung. Aber die hat mich trotzdem. Ja. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, die ist lustig, die ist übelst cool gemacht. Bam, bam. Shit. Bam. Vor allem auf dem Grab da hinten stand Harley Quinn drauf. Glaube ich, oder? Kann sein, habe ich nicht drauf geachtet. Kann ich den hier ein Konflikt kann ist verfügbar. Fuck, ich wollte den. Das ist auch deine Ulti, ne? So. Sehr schön. Die sehen ein bisschen aus wie die Hyänen aus. Wie heißt das nochmal? König der Löwen. Ja. Ist cool, wie sie mit dem Baseballschläger vorbeikommt. Okay, Fraser. Okay, Fraser.
Max, weißt du, was muss ich hier machen? Ich bin hier der Doktor. Ja, geil. Was? Ich stand aber nichts. Ja. Was musstest du jetzt machen? Ja, ich hab keine Ahnung. Ich verstehe dieses Konflikt-Dingsbums überhaupt nicht. Oder nicht so wirklich. Ah ne, du brauchst halt Decken von deiner Special Ability, damit du damit was machen kannst. Wir sind gut. Okay, ich will auch das machen. Geh weg! Wenn du jetzt getroffen wirst von der Ulti, dann war's das, glaube ich. Hammer ins Gesicht! Stop Hammer Time! Oder wie war das? Warte mal, ist er jetzt dieser Typ, gegen den du vorhin gekämpft hast? Wer? Scarecrow, ja? Mhm. Das war ja nur durch das Gift, dass er so aussah. Ach so. Das ist echt ein ziemlich guter Charakter. Mag ich. Weißt du, was der Hammer ist? Ein Werkzeug. Max streamt. Kommen nur schlechte Witze. Nein, das sind Top-Wortspiele. Peace. Ach so, sag das doch. Ja, die Regie macht komische. Macht so. Peace. Süß. Joker? Weißt du das? Ja, jedenfalls. Jetzt kommt so ein Zombie-Joker. Nach der Cutscene. Ja, das ist der neue Joker. Zombie-Joker. Nee, ist kein Zombie-Joker. Jedenfalls, nach dieser guten Cutscene, falls wir sie noch schaffen, ist erstmal Pause und danach geht's in ein One vs. One zwischen mir und Max, was sehr unterhaltsam wird für mich, für Max weniger, glaube ich. Oh, vielleicht spiele ich auch mal eine Runde, vielleicht. Ja, und jetzt kommt gleich dann ein Beitrag. Dein echtes Ich, vergraben unter den Boden, die. Ist so schön, ich liebe den Garten. Kratzt und kratzt und will raus, um ihren Freunden den Hals umzudrehen. Und noch darüber lachen. Und sie ist immer noch in einer von zwei Crows Traum. Ja. Das sieht so aus, als würde jetzt ein Cliff. Oh, Harley. Stets eine echte Enttäuschung. Wieso versuchst du. Jetzt so ein Eisenrevolver auch. Stöpfrige Typen in billigen Anzügen mit einem noch billigeren Grinsen schreiben mir nie wieder vor, wer ich sein soll. Also, ich hoffe, die Story hat euch bis jetzt auf jeden Fall gefallen. Ich finde sie super gut und die ist mega unterhaltsam. Und jetzt machen wir nämlich Pause, weil jetzt kommt, ich glaube, ein Beitrag vom Leo, falls ihr es geschafft fertig zu schneiden, weil, ja. Things happen und so. Ja. Also jetzt, ich habe gerade erfahren, jetzt kommt der Beitrag von Leo zu, wie, was hat er nochmal gemacht? Rush. Gravity Rush, Zwei, genau. Glaub ich, oder? Ja, zum Zweier, weil der hat den ersten Teil irgendwie ein wenig gemocht und deswegen gibt es jetzt den Beitrag vom Leo und danach geht es weiter mit Injustice 2 im One vs. One. Also viel Spaß beim Beitrag, bis gleich. Bleibt dran. Tschüss. Willkommen bei Grotte TV. Ich bin hier heute der Leonard und ich habe einen Beitrag zu Gravity Rush 2 vorbereitet. Viel Spaß. Gravity Rush 2 ist die Fortsetzung des erfolgreichen PlayStation Vita und PlayStation 4 Spiels Gravity Rush. Es wurde von SIE Japan Studios und Project Zion entwickelt und wurde von Sony Entertainment gepublished. Und ist deshalb ein Exklusivtitel für die PlayStation 4. Nachdem der vorherige Teil viele Fragen offen gelassen hat, war ja nicht schon klar, dass ein zweiter Teil rauskommt. Aber liefert dieser überhaupt Antworten? Sehr gut sogar. Es erklärt vor allem die hintergründige Lore des Spiels und liefert Antworten auf beinahe alle Fragen über das Gravity Rush-Universum. Zusätzlich erzählt das Spiel auch seine eigene Geschichte. Unsere Protagonistin Cat wird von ihren Freunden getrennt und wacht in einer neuen Stadt in den Wolken als Sklave auf. Die gesamte Stadt wird von der Oberschicht regiert, die die Armen schamlos ausbeutet. Aber wird Regierenden zu Fall zu bringen? Und wo sind eigentlich ihre Freunde geblieben? Dies und vieles mehr erwartet euch in diesem Spiel. Super, aber wie sieht's denn dann eigentlich mit der Präsentation aus? Das Spiel übertrumpft in diesem Bezug den ersten Teil. Die Open World ist viel größer und weitläufiger. Was aber nicht heißt, dass die Welt langweilig ist. Im Gegenteil, alles fühlt sich wesentlich lebendiger an. Die gesamte Welt ist voller und strahlt mehr Charakter aus.
Auch die Grafik ist besser geworden. Es sieht allgemein schöner und detaillierter aus. Das ist ja alles schön und gut. Aber wie spielt sich das Spiel? Die Hauptmechanik des Spiels ist die Manipulation der Schwerkraft. Das heißt, man kann zum Beispiel an einer Wand stehen, einfach in der Luft schweben oder in alle möglichen Richtungen durch die Luft fallen. Die Kämpfe sind natürlich auch hierauf ausgelegt. Zum Beispiel kann man mit einem Gravitationskick von weit oben auf einen Gegner fallen oder gleich Objekte als Geschosse schleudern. Die Kämpfe können aber sehr schnell langweilig werden, da man meistens eh nur auf den Gegner herabstürzt und die gleiche Combo oft wiederholt. Später im Spiel erhält man auch noch weitere Fähigkeiten, mit denen man das Gewicht der Spielfigur beeinflussen kann. Zum Beispiel Luna, die einen leichter macht, das heißt weniger Schaden, aber dafür mehr Wendigkeit. Oder auch Jupiter, was einen schwerer macht und somit man langsamer angreift, aber dafür ganz schön viel Schaden macht. Die sind schon schön und gut, aber es hat nicht viel geändert. Ich habe die Fähigkeiten eigentlich nie richtig benutzt, weil allgemein die normale Form am meisten Spaß macht und die anderen eigentlich überflüssig sind. Die Kamera arbeitet auch häufig gegen einen, was vor allem mir langsam, aber sicher Kopfschmerzen bereitet hat. Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Injustice 2. Und hier sieht man es schon, wir haben hier das Charakterauswahlmenü und ich habe den guten Red Lantern und er hat Dr. Fate. Ich kenne Dr. Fate nicht, ich habe keine Ahnung, wer das ist, ne? Du? Ich habe keine Ahnung. Ist das Red Lantern Atrocitus? Atrocitus, ja. Glaube ich, so heißt er. Ich weiß nicht. Okay. Die Katze finde ich toll, aber ihn finde ich scheiße, weil er die ganze Zeit nur dein Blutwirbel macht. Meinst du den Bloodnado? Ja, dein Bloodnado. Der ist übelst cool. Der ist genauso wie Sharknado. Trashig und scheiße. Sharknado ist geil. So. Sharknado ist trashig, aber cool. Ja, mach mal. Rote Sonne Gefängnis, weil es passt. Weil es so rot war. Fuck. Mit Arkham Asylum ist langweilig. Pech gehabt. Ja, da hau ich dich wieder durchs Schild einfach. Und ich sag dir, Dr. Fate ist übelst der Müll, ich hab den schon mal gespielt. Max, ja, wünsche dir viel Spaß. Weil ich muss noch mal gucken, wie der Bloodnado ging oder wie der hieß. Meine Frau geht dich nichts an. Verleugne deine Wut nicht. Los. Los. Bloodnado, Wow. Ich habe diese Hand zu kommen von vorne. Weg da. Aus welchem Universum kommt Atrocitus? Aus dem Green Lantern, vermute ich. Ach, scheiße. Alles DC. Ich hab dich nicht mal mit dem Schild verprügelt. Ja, doch. Wow, ich kann Blubberblasen schießen. Sieht ja gar nicht mal so gut aus für dich, ja? Kann Blubberblasen schießen. Sehen wir dann, wenn ich Swarm Thing spiele. Blubberblasen. Blubberblasen. Ja, okay, sehr gut. Irgendwie sehen seine Angriffe tatsächlich relativ. Ähneln sich alle sehr, sag ich mal so. Frisch Blut, ey. Ne, Gobi macht auch nur dasselbe. Mehr macht er ja nicht. Oder? Könnt ihr vielleicht mal eure Ultis oder Abilities einsetzen, dass man nicht mal sieht? Ja, das machen wir in dem zweiten Lebensbalken, weil das macht vorher keinen Sinn. Jetzt zum Beispiel. Die ist übel cool. Wow! Das war. Ah, die zieht übelst wenig auf. Ah, ne, jetzt stimmt. Das habe ich vergessen, dass es ja noch gibt den Angriff. Max, für wen sieht es jetzt besser aus? Für momentan dich. Seine Ulti verwenden. Was war dieses Buch gerade? Keine Ahnung, es war die Zwischensequenz zwischen den beiden Lebensbalken. Jetzt lass mich doch mal. Und du blockst es natürlich, weil ja, du ein Pisser bist. Natürlich blocke ich das, ich bin doch nicht blöd. Ich wollte erst seine Ulti sehen, verdammt. Ja, du gewinnst eh. Das war am Anfang nicht klar weg. Du hast gerade die Ability aktiviert. Machst du gewinnst trotzdem, schau. Hast, schau, jetzt kommt die Katze, wenn ich die Ability habe. Ist doch cute. Ja, die hat aber nichts gemacht, oder? Nee, ich habe auch nicht ganz die Ability gemacht. Der sieht voll fancy aus, wenn die mit seinem Stein liegt. Das sieht schon ziemlich cool aus. Das ist so auch so nice. Max? Was? Main-Charaktere beide? Swamp Thing. Ich hab keinen Main-Charakter. Such dir einen aus. Spiel ich ihn einen ein? Ja. Du bist doch Flash-Fan. Und natürlich nehmen wir den Todessumpf, wenn wir schon Swamp Thing spielen. Nee, der kommt jetzt nicht dran.
Kämpfer nähern sich dem Todessumpf. Oh yeah. Warum ist das ja. random? Warum kann man nicht wirklich einfach aktiv bestimmen, was man haben möchte? Warum muss man da irgendwie so auf den Zufall? Na, wenn beide das gleiche wählen, kommt halt das. Ne, wenn beide das gleiche wählen, dann kommt die gleiche Map, aber in, einer anderen, in einem anderen bist Setting halt. Also Arkham Asylum, also drin oder draußen, glaube ich. Achso, beide haben eine. Warte kurz, mein Kabel fällt ganz los. Drin. Ja, ist ja gut. Das ist voll die nice Kombo gewesen. Du bist The Flash, oder? Ja. Yeah. Okay, das ist jetzt. Ich werde vom Baum zerprügelt. Der die ganze Zeit hinten seinen Kollegen ruft aus der Erde. Das Tolle ist, wenn der rein. Schau mal, der geht in den Boden. Ah! Geh doch weg, Mann! Jetzt hör mal auf mit der Scheiße! Ich krieg's nicht mal auf die Anzeige. Fuck you! Biss! Ja, nee. Ja, bei der muss man nur springen, das ist das. Ja, du bist mir auch ausgesprungen! Bäm! Main-Charakter! Swamping. Das lief gut. Ja, der ist so übel stark, der Charakter. Der ist schnell, hat gute Kombos und ja. Aber da ist die Ulti, also da ist die Dodge. Das ist scheiße. Ja, du kannst sie doch selber mal spielen, wenn du es magst. Hast du ja bis jetzt noch nicht, glaube ich, oder? Nein. Ja, los, hau raus. Swamp Thing. Swamp Thing gegen Robin. Swamp Thing. Ja, jetzt gibst du mit dem Schwert auf die Nüsse. Hatte ich auch vor. Raniac Schiff hat mir nicht, glaube ich. Schau, da ist der Antriebskern. Ah, ne, Schädelschiff hatten wir schon, stimmt. Robin und Brainiac sind, nicht Brainiac, pff. Die schalte ich mir später frei. Swamp Thing sind tatsächlich meine Mains, weil die. Ich kann dich einfach nicht ernst nehmen. Also, die sind so Allrounder irgendwie, finde ich. Das ist eigentlich mein Text. Los! Diese Dialoge am Anfang. Oh, ihn mag ich. Der Muffler erinnert mich an einen Smash. Aber du würde sagen. Du hast mir noch keinen einzigen Schadenspunkt gemacht, ne? Ja, weil du auch einen Scheißcharakter hast. Warte, Kombos. Wow, mit Swamp Thing ist alles nach unten. Ne? Alles unten und irgendeine Richtung. Da, guck mal, Baumstamm. Da, Lianen. Guck mal, Palm in die Fresse. Da unten und Lianen in die Fresse. Und nochmal in die Fresse. Und nochmal Baumstamm. Nach unten in den Baum. Dann. Weil dieser Move da, den Robin da macht, der sieht wirklich so ein bisschen aus wie der Forward Area. Willst du noch einen Baumstamm? Hier hast du noch einen Baumstamm. Da hast du noch mehr Baum. Und da die Fresse, Baum. Ja, jetzt ziehen wir aus der Ulti, aber die zieht mir nicht. Baum, Baum. Die ist voll geil. Noch mehr Baum. Und Baum. Robin. Da, Baum. Robin sollte auf die Baumschule. Okay, so. Ah, fuck, ich war zu weit. Noch mehr Baum, hier hast du Baum. Max, du Rage voll rum. Max, eine Runde. Noch mehr Baum? Hier, Baum gefällig. Da, geh auf die Baumschule, Baum, Junge. Eine Runde. Baum! Max, eine Runde Lancelot, um dich wieder zu beruhigen. Oh, nein, ja. Vergiss es. Baum! Lancelot war doch ein tolles Versus, Max. Total. Das müssen wir eh nochmal aufnehmen, weil es verschwunden ist. Ja, nein! Doch, das, doch. Das ist ein Insider, den die ganzen Zuschauer jetzt gar nicht wissen. Das war das Rageigste ever. Also, ich fand's cool. Das war schon irgendwie lustig, aber es hat aggressiv gemacht. Kein Stück, kein Stück. Nein, niemals! Also ich fand's angenehm und amüsant. Ah ja, der war ja noch cool. Dann nehmen wir natürlich das hier. Black Adams Palast. Kämpfer nähern sich. Ich glaube, später kann sich auch eine Runde spielen. Was heißt später? Nach der Runde denke ich, lasse ich mal gegen Max spielen, weil. Da musst du aber nicht das Mikrofon halten. Oh nein. Black Adam ist voll stark in dem Spiel. Das war noch nie mein Ziel. Der sieht cool aus. Mangelt es hier leider an Elektro. Los. Nein, du tust mich nicht blitzdingsen, du blitzdings Pissnake. Mach's an mich. Jetzt hör auf, Mann! Max Kombos. Liege am Boden. Sehr gut. Deine Niederlage steht bevor.
Bah! So, das war cool. Ja, das geht an. In Saurons Tor. Fast jeder Map geht es. In, wie heißt das? Also auf einer Seite kann man das machen. Aber. Okay. Was bringt das? Hat man da einen Vorteil von? Ja, es macht halt Damage, wenn man das also, beim Gegner schafft. Wir sind einmal durch Saurons Turm geflogen. Wir sind jetzt bei den weinenden Engeln. Hey. Das ist so eine coole Ulti. Nennt sich auch, wie zerstört man ein Weltwunder. Ja. Ist doch cool. Also mehr als ein Weltwunder, so wie es aussieht. Mhm. Gib mir halt mal eine Länge auf die Blitze. Max, Blitze. Ich könnte übrigens noch viel mehr vergleichen zu Smash ziehen, aber ich glaube, das würde keinen interessieren, oder? Ja, weil Smash nicht wirklich das Ding in den Fernseher werfen? Ja, aber dann schuldest du dem vielleicht Connect ein bisschen Geld. Ich weil ich hab eh nix. Wo sitzt, also da auf R2 springe ich? Nein. Du, hier linker Stick, komplette Steuerung, alles laufen, ja, springen, ja, zack, zack. Da blockt man, wenn man nach unten links macht. R2, L2 gleichzeitig Ulti, die drei Tasten sind angreifen. Und wenn du kannst auch nach unten drücken und blablabla Angriff machen. Und die beiden Tasten machen das? Die L1, damit greifst du ein und ja. Dann können wir verlieren. Wie mache ich mich jetzt am besten zum Affen? Ich verliere. Ah, Max, das schaffst du schon. Ha. Bist du jetzt Spieler 1 oder ich? Ich bin Spieler 1. Max, Spiele sollen Spaß machen. Ja, Spiel Max, Spaß. Das ist doch nur ein Spiel. Ja, wirklich. Wer ist gut zum Einstieg? Gut zum Einstieg ist tatsächlich, würde ich sagen, Superman, Robin. Standardcharakter. Robin. Unten, rechts, weiter nach rechts, nach rechts. So, rechts, weiter nach rechts, weiter, noch eins, ja. Ah, ja. X drücken. Okay. Und jetzt kannst du die Map aussuchen. Keine Ahnung. Nimm Jokers Spielplatz. Kämpfer nähern sich dem Todessumpf. Ach so, klar. Wow. Ja. Also da springe ich auch, okay. Ja. Und wenn du am besten du springst nach vorne und drückst X, dann haust du ihm das Schwert in die Fresse von oben. Okay. Das kennt ihr noch gut. Das ist die Vorwort, aber... Das kennt ihr noch gut genug aus. Und wenn da so manche Objekte blinken, und dann kannst du R1 neben den drücken. Ja. Ist es egal, welchen Knopf ich drücke oder zum Angriff oder? Nö. Nee. Mein Viereck ist X macht am meisten Damage. Dreieck ist der mittlere Angriff. Ich krieg gar nicht aufs Maul. X ist der schwere. Max gibt dir Shot-Dezente aufs Maul, glaube ich, oder? Nein. Da, so ging das gerade. Oh, verdammt, der ist der Bandfalle ausgewichen. Das ist ein Quantum Tunnelschlag. Und? Hui. Das ist gar nicht langweilig. Also, wie ging der Angriff gerade nochmal hier? Der, Das auch schneller? Das ist doch cool. Drück mal R2, L2 gleich. Wenn du ganz nah an ihm bist. Oder er macht zuerst. Bam, wie kann bam. Ich noch nochmal? Ich weiß jetzt zwar wieder, wie ich blocke, aber das ist zu spät. Das hilft dir nicht weiter. So haben wir damals die Nase kaputt gemacht. Und so haben wir die T-Rex zerstört. Die oder T-Rex? Dinosaurier. Schau, und jetzt muss ganz nah an ihm heran. Oder R2, L2. Ja, okay. Perfekt. Oder auch nicht. Oh, ja, ja, ja. Hätte geklappt, aber er ist gesprungen. Leo, du spielst auch noch eine Runde heute gegen mich. Also auf zu dumm zu applaudieren hier. Ja, das sieht ich auch. Gesicht. Das ist lustig, weil wenn die Regie sich so aufspielt und keine Ahnung hat. Das macht Flo jedes Mal. Das ist unglaublich. Das war nicht fair. Ich habe auch keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Willst du nie mehr spielen? Doch. Das ist irgendwie ein Dick-Ding. Ich werde jetzt noch Max, mehr Platten mashen. Na, lass mal kurz Platz tauschen, Max. Eigentlich. Und dann bringe ich ein bisschen die Steuerung bei. Ich meine, ich hasse es halt, wenn ich Button mashe in Max, Fighting Games. Tauschen wir mal. Was soll ich machen? Nein. Nee, ich Button mash jetzt einfach. Oh, mein Arm schläft ein. Meine Hand vor allem. Wo bin ich? Das ist. Muss X drücken. Ah, das erklärt so einiges. Nimm dir irgendeinen. Ich nehme jetzt. Diesen Pflanzentypen da. Stormfling. Nur, dass ich mit dem gut spiele, ist nicht, dass du mit ihm gut spielst. Ach, wirklich? Aber wenn du sagst, dass er gut ist. Du hast gerade Supergirl genommen. Drück X.
Geh auf die Map. Da weiter. Nein, falsche Map. Gibt's ja, nicht. Ist eine ganz oder? Bestimmte Map. Kämpfer nähern sich Arkham Asylum. Oh, okay. Komm schon, wir sehen verdammt gut grün aus. Ich finde ihn cool. Ich mag Archer. Ich habe einen Rasenmäherpfeil, weißt du? Haben die wirklich für jeden einzelnen Charakter? Ich habe einen Rasenmäherpfeil. Haben die wirklich für eine Kettensäge bei dir? Der hat nur Baumangriffe. Oh, ups. Max, du bist ein Meister des des PS-Tastendrückens, ne? Ja, haben die wirklich für jeden einzelnen Stick nach rechts drücke, dabei abrutschen und auf die PS-Taste kommen. Die ist halt einfach ergonomisch scheiße gebaut. Die ist super gebaut. Ich kann damit super umgehen. Rasenmäherpfeile. Ach komm schon. Kettensägenpfeile. Ist doch furchtbar. Du musst bei deinen Baumangriffen einfach nur den Stick nach unten drücken und irgendwelche Tasten. Kann man überhaupt dann irgendwie machst du da auf Baumangriffe. Genau sowas da. Okay, kann man irgendwie rennen oder so? Nee. Nee. Ist ja keine RPG oder so ein Shit. Ja, jetzt machst du dauerhaft Baumangriffe. Und diese Baumangriffe sind mega nervig. Ah, danke. Danke für den Tipp. R2, L2. Danke. Okay. Bam. Die kennen wir noch gar nicht, oder? Ja, das stimmt. Deswegen habe ich die drei. Ah, doch, die kenne ich eigentlich schon, stimmt. Ich nicht. Ja. Ich habe ja schon mal gespielt. Oh, nice. Tut das die Arrow eigentlich nicht selber weh, wenn er da auf Spitze Eis zum Spielen? Ja, da war ich nicht Stahlfunktion oder so. Ja, die Elf macht sicher so. Hey, achso, das hat, ich dachte, der rennt auch so nach vorne, aber das hat ja nur so eine Mini-Range, so fast nichts. Nee, der kam unter meinen Füßen was raus, aber ich bin hochgesprungen, bin quasi ausgewichen. Weil ich bin tot? Ja. Das ist spannend, oder? Und Leo halt einfach dein Maul. Nach dem Stream wirst du sowas von mir obliviert. Oh, wir bekommen jetzt einen Bonus. Stream ist bald vorbei. Max, eine letzte Runde, wir beide. Okay. Swamp Thing gegen Swamp Thing. Das war spannend. Ja, du musst dein Mikro wieder halten. Nein, das sehe ich nicht ein. Das wäre erwähnt praktisch. Swamp Thing vs. Swamp Thing? Ja. Sehen Sie jetzt halbe Charaktere im Boden stecken? Irgendwann spielen wir mal eine Runde Smash und dann töte ich euch alle. Nein, ich mag das nicht. Ja, weil du es nicht kannst. Wahrscheinlich werden wir uns die ganze Zeit verwechseln. Oh ja, das stimmt. Ich will auch mal was können hier. So. Da haben wir was nicht bedacht, Max. Was? Hatte ich für ein Gerücht. Er bekämpft sich selbst. So, mal sehen, was wir jetzt hier Dings ist. Ah ne, der an. Oh ja, der hat einen anderen Skin, stimmt. Aber ich bin der Rechte, ne? Oh, der sieht ja viel geiler aus. Der sieht echt cool aus. Los. Jetzt haben wir ja nicht gehört, was sie gesagt haben. Wir haben bestimmt irgendwas Lustiges gesagt. Baumattacke! Mutterbaum! Baum! 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 Ast, Baum, Baumschule. Junge, du hast nicht genug gelernt auf der Baumschule. Baumstamm. Ast, Baum, Baum. Ast. Liane. Keine Ahnung was. Ich hab irgendwas geworfen, was auch immer es war. Ich weiß es nicht. Also, wer bin ich eigentlich, der Rechte oder der Linke? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich schon. Alter, ich weiß auch, wer du bist. Ich weiß, dass ich gerade der bin, der gewinnt. Ja. Baum! 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 Nein! Aus dem Boden rauf! Das ist so dein Nachteil, ne? Wenn man Swamping gegen Swamping macht. Ja. Oh, das geht voll auf die Rückenmuskulatur. Ja. Aber so ein bisschen Dehnen macht doch Spaß, oder? Bisschen knackende Wirbel. Wobei bei ihm sind knackende Äste! Baum! 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 Max, warte, Max, stopp! Bevor du mich. Warte! Komm mal mit nach da! Darf ich übrigens ganz kurz sagen, das ist High-Quality. Schau mal, der läuft so smooth nach hinten, das ist voll geil. Nee, aha. Was zeigen wollte, bevor du verlierst, aha, wollen wir den Zuschauern noch was Cooles zeigen vielleicht. Mich in die andere Map zu schlagen. Ja, ich glaube, das ist hier. Ich lass nicht dich in die andere Map schlagen. Warte. Mach. Nach hinten und nach hinten und X was. Nein, du musst auf die andere Seite. Jetzt musst du wieder Baum sagen, gleich. Nach hinten und X. Oh. Baum? Doch mal, probier's nochmal, kannst du mal. Das ist immer so ein schönes Szenenbild. Ja, nee, oh, andere Seite. Das nennt man High Quality Gameplay. High Quality Gameplay, High Quality Commentary. Ach, Max, denkst du wirklich, ich lass dich mich angreifen? Ja, natürlich. Du träumst von. Der hat so einen coolen Skin. Ja, also Max, wie ist deine Meinung zum Spiel so? Das ist scheiße. Ja, jedes Spiel, wo du scheiße drin spielst, findest du scheiße. Ja, natürlich. Deswegen spiele ich es ja auch nicht. Dann. Jetzt machen wir mal keine. Machen wir eine objektive Meinung hier. Ist okay. Wenn mich jemand nach meiner Meinung. Das war meine objektive Meinung.
Und Tari, was ist deine Meinung so? Es ist nicht so gut wie Smash, aber es ist trotzdem in Ordnung. Und der Story-Modus ist ja gut. aber die Ultis könnten wahrscheinlich auf Dauer nerven, aber sonst ist es eigentlich schon in Ordnung. Das ist ein geiles Spiel, Leute, kauft's ja, euch. Ja, nee. Ja. Nee, ich finde, der Story-Mode war bis jetzt ultra cool. Das muss ich sagen. Und, zugeben. Also ich finde, wer auf Beat'em Up steht und ne, Mortal Kombat schon liebt und mag, der sollte sich das holen, weil es ist eigentlich dasselbe, nur ein anderes Universum und nicht so brutal. Und Button Smash, der sollte sich das nicht holen. Ja, das so wie ich. Max? Towerfall Ascension ist auch nur Button Smashen. Was? Towerfall Ascension ist auch nur Button Smashen. Es ist aber kein Beat'em Up. Ja, gut, es ist ein Plattformer ein bisschen. Also, wie. Was soll ich gerade sagen? Ja, jedenfalls, ich finde, es ist ein super Spiel. Also, ja, Regie, lenkt mich nicht ab. Du wirst gleich fertig gemacht. Diese Woche mit der Regie. Schalte doch das nächste Mal wieder ein. Danke, ja, Max, ja. Das wollte ich sagen, aber Regie ist nervig, ne? Wenn du die nicht siehst, dann lenkt die dich auch nicht mehr ab. Also, servus, bis dann, bis zur nächsten. Nee. Bis zum. Ach ja, Ferien, Pfingstferien, LOL-Turnier. Schaltet ein, wird geil. Mhm. Ich hab noch nie LOL gespielt. Ich mag's auch nicht, aber es ist ein Turnier. Ich hab gegen Bots verloren, das eine Mal, das ich gespielt habe. Ich aber auch. Also ihr spielt schon scheiße. Ich spiele halt kein LOL. Beendet, beendet.